Es gibt etwas ganz, ganz Wichtiges zu beachten, wenn du deine Ziele erreichen möchtest, wenn du im Leben da ankommen möchtest, also Next Level erreichen möchtest, wie dein Next Level auch immer für dich ausschaut. Und zwar darfst du jetzt schon in ganz, ganz vielen Bereichen in deinem jetzigen Alltag schon so handeln, wie deine neue Identität, die schon dort ist, wo du hin möchtest, handeln würde. Was meine ich damit? Ich habe das gerade die letzten Tage wieder so subtil gemerkt. Es gibt eine Jacke im Schrank, die gerne mal wieder getragen werden möchte, aber die passende Hose dazu fehlt. Anscheinend habe ich irgendwann mich mal dazu entschieden, die Hose, die ich dazu immer getragen habe, die darf gehen. Hose ist nicht mehr da. So, und vor ein paar Tagen war es dann soweit, wo ich gedacht habe, so, jetzt ist Schluss, jetzt mag ich endlich mal wieder diese Jacke tragen, bevor es hier so warm wird, dass es für Jacken zu warm ist, geh dir eine Hose kaufen. Und dann hat der Kopf mir so subtil unterwegs erzählt, eigentlich wird es dir ja noch mal Freude machen, so ein bisschen zu nähen und die Hose selbst zu kürzen. Ja, eigentlich könntest du doch das heute Abend mal rasch machen, dann hast du sie doch morgen sofort schon zum Tragen. Musst doch nicht noch zur Schneiderin, ja? Und da geht es überhaupt nicht ums Geld, weil die Schneiderin hier, das kostet ein paar Euro, eine Hose zu kürzen. Ist überhaupt kein Ding. Nur der Kopf erzählt, könntest doch eigentlich mal selbst machen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt zu verstehen, dem ich früher dann aufgesessen bin und habe dann gedacht, ja komm, mach's doch schnell selbst, ist erledigt. Dann aber danach zu handeln, wie deine neue Identität handeln würde. Meine neue Identität, die setzt sich definitiv nicht hin und kürzt eine Hose selbst. Die bringt die zur Schneiderin oder lässt sie von der Schneiderin abholen. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ein anderer Aspekt fällt mir jetzt auch noch gerade ein, als wir hier nach Zypern gekommen sind vor ein paar Jahren, war mir auch eines klar. Das war vorher schon in Deutschland so, aber hier auch. Hier gibt es auch jemand, die regelmäßig kommt, die sich regelmäßig um die Wohnung kümmert, die da alles in Ordnung bringt. Ich kümmere mich da nicht drum, weil es gibt auch Menschen, denen macht das Freude und so jemand wird es auch hier auf Zypern geben. Während der Zeit mache ich lieber nichts oder lasse es mir gut gehen oder was auch immer. Und da ist auch so eine interessante Prägung, das kenne ich auch noch von Deutschland, als wir da auch jemanden hatten, die regelmäßig gekommen ist. So, bevor diejenige dann kam, hat man sich so in der Wohnung umgeguckt oder Waschbecken oder irgendwie was angeguckt und gedacht, oh, musst du schnell sauber machen. Nachher kommt doch, ich nenne die immer liebevoll unsere Wohlfühlmanagerin, kannst du doch das Waschbecken jetzt nicht so lassen oder du kannst doch hier jetzt nicht die Wohnung unaufgeräumt lassen und. Verstehst du? Das hat ganz, ganz viel auch mit Empfangen zu tun. Das war für mich auch die erste Zeit so, ja, insbesondere auch hier auf Zypern, so ein interessantes Gedankenkabarett. Wir haben ja hier zwei Damen, die regelmäßig kommen, mich an den Pool zu hocken und nichts zu machen, einen Tee, einen Kaffee zu genießen oder was auch immer. Und um mich herum gibt es dann zwei Damen, die sich da um die Wohnung und alles Mögliche kümmern. Das hat ganz viel mit Empfangen zu tun, mit Zulassen zu tun, ja? Und das ist die Challenge dabei. Und das darfst du wissen, dass es darum geht, wenn du Next Level erreichen möchtest und du gehst immer da los, wo du jetzt stehst, egal wo du gerade stehst. Du kannst ja nur von da aus, was du jetzt schon in deinem Leben erreicht hast, von da aus gehst du weiter. Dir klar darüber zu werden, deine neue Identität, die schon in dem Leben ist, wo du hin möchtest, was macht die nicht mehr? Und dann jetzt schon ganz stabil danach zu handeln. Weil damit signalisierst du dann dem Universum, yes, da geht die Reise hin. Und was sagt das Universum? Sagt immer ja zu dir und liefert dir mehr davon. Herzliche Einladung an der Stelle auch an dich. Es gibt ein ganz brandneues Videotraining von mir, wo ich noch ganz, ganz wertvolle drei Learnings mit dir teile, die auch sehr, sehr essentiell für mich wichtig waren, in dem freien Leben anzukommen, so wie wir es heute auch mit der gesamten Familie leben. Du findest in der Nähe von dem Video den Link. Teil mir einfach mit, wo du es hinhaben möchtest und dann bekommst du es per Mail und kannst dir es gleich anschauen. Ja? Also, in diesem Sinne, wunderschönen Tag zu dir. Wir sehen uns gleich im Videotraining. Bis dahin. Ciao, ciao, das war die Irmgard.